Und das Format heißt einfach Weekly Shit mit Sid. Hey, das reizt sich. Weekly Shit. One week with Sid. Weekly Shit. Weekly Shit mit Sid. Was geht ab, Leute? What's up, boys? Herzlich willkommen zu Weekly Shit mit Zit. Yay! Willkommen zum Video. Heute gibt's wieder ein Video, aber eben diese Woche haben wir vor. Yeah, ihr seht schon, ich bin heute an meinem Setup. Mittwoch, 0 Uhr. Ich gehe gerade ein bisschen so YouTube-Content durch, was ich so machen will. Und ich glaube, so Weekly Vlogs wären ganz cool, wenn ich die durchziehe. Ich filme so über die Tage und dann wird schon guter Content entstehen. So einmal die Woche oder so, einmal alle 2 Wochen. Wenigstens etwas. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Viel Spaß mit dem Video. Ja, also seid ihr auch immer up to date. Was so gerade bei mir abgeht. Ja, ich hoffe, ich kann euch kurz unterhalten, ne? So, bevor es mit dem Video weitergeht, wollte ich euch einmal den Partner des heutigen Videos vorstellen. Ich war ja Anfang des Jahres in Paris und wurde dort von NBA Infinite zu einem Launch-Event des neuen Mobile-Games eingeladen. NBA Infinite ist ein Free-to-Play-Mobile-Game, wo jeder Spieler sein individuelles Charakterdesign hat und Signature-Moves. Da wurde also in der Grafik, Spielerdarstellung sehr viel Liebe ins Detail gesteckt. Ihr könnt verschiedene Challenges spielen, wie zum Beispiel einen 3-Contest, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und dazu kommt, ihr müsst nicht die ganze Zeit Matches spielen, ihr könnt auch 3 gegen 3 spielen, könnt 1 gegen 1 spielen. Ihr könnt euch einmal Sprache auswählen. Bei der deutschen Version, da gibt es sogar Michael Körner, heißt eine richtige Sportikone, ist als deutscher Kommentator, was auch sehr cool ist. Also Freunde, es macht auf jeden Fall Spaß zu zocken. Ist gerade für jeden Basketballfan und PvP-Liebhaber ein cooler Zeitvertreib für zwischendurch. Deswegen klickt gerne den Link an, der ist in der Videobeschreibung unten und jetzt geht's weiter mit dem Video. Damn, damn, boy. Damn, boy, he's thick, boy. Ich gehe jetzt gleich joggen. Wird fett, deswegen muss ich abnehmen, ja. Immer wenn mir so langweilig ist, mache ich gerade so Liegestütze. Eng 10, bisschen breiter 10 und sonst breit 10. So. Elli! Liegestütz war noch nie meine Stärke, aber ich habe bei 18 oder so angefangen letztens. Ich bin mittlerweile so bei 30 oder so schaffe ich. So, also ich mache gerade pro Tag so 100 Liegestütze ungefähr oder 120 halt, keine Ahnung. Ich versuche zweimal die Woche zum Training zu gehen, beziehungsweise einmal und zweimal joggen, also dreimal Sport in der Woche während den 5 Tagen. Am Wochenende habe ich Sonntag immer Spiel, weil ich fett bin, ja. Guck mal, der Typ, mir fällt dazu nichts ein. Senen anein amonak oyarum oros puchuju sene peach. So, jetzt habe ich mir ein Kaugummi rein, Vita-Red-Gum. Und jetzt pumpe ich das ganze Kanye West Album einfach die ganze Zeit. Fuck so am Karneval, beste Songs. Go, 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 go. Hey, so good, she auto roll. She ride a dick like Carnival. I don't did the impossible. Ja, meine Augen sind so, die brennen, weil irgendwas von meinen Haaren so runterläuft in meine Augen. So von schweißmäßig. Wenn man alt wird und man Bart bekommt so langsam, wenn man so 2 Tage nicht rasiert ist, wie kacke das aussieht, ne? Wie so ein Penner. So, vielleicht noch ein Check. Wie? 2 Kilo abgenommen. So, ich gehe jetzt nochmal laufen. Und wichtig ist, nicht nur Sport machen, sondern auch gut ernähren. Deswegen, ich versuche nur noch Vitamin zu trinken. Jetzt nach dem Sport mal so hier, so ein bisschen Zucker. Sonst tagsüber beim Stream und so nur Vitamin Pfirsich und so. Guck, hier ist zum Beispiel so eine Capri-Sonne. Sowas ist, sind so eine Zuckerbomben. Deswegen versuche ich das alles wegzulassen und nur noch Vitamin Only zu trinken. Und Wasser halt natürlich. Weil nach dem Sport braucht man noch ein bisschen Zucker und dann ballert das hier als Belohnung. Das ist so mein Cheater. Ich war 45 Minuten laufen heute. 6 Minuten pro Kilometer. Mein Ziel ist es, 10 Kilometer in unter einer Stunde zu laufen. Hätte ich auch machen können heute, aber ich wollte mich jetzt nicht quälen. Also, dass ich das so locker machen kann, das ist angedacht. Motivationspunkt ist eigentlich Gesundheit, weil mein Arzt meinte, ich habe Schilddrüsenunterfunktion. Heißt, ich kann schwer abnehmen. Das heißt, ich bin krankheitsbedingt bin ich fett einfach. Also weil Stoffwechsel ist verlangsamt. Und deswegen muss ich noch mehr Sport machen und so. Ich habe auch noch was Genetisches, was nicht so cool ist. Mein Blutwerten. Also ich muss auf Cholesterin und sowas achten. Immer positiv bleiben, macht das Beste draus. Alter Mann geht schlafen. Ich habe morgen früh Termin mit Jelly und Co. So, noch ein kleines Update, was ich gerade gucke. Ich bin bei Black Clover Folge 142, heißt noch 30 Folgen oder so. Parallel gucke ich noch Solo Leveling, kommt jeden Samstag raus. Das ist übrigens meine Bettdecke. Ich fühle mich so, als ob ich alles hier neu erklären muss, auf YouTube, ich weiß nicht, ob die Leute aktiv meine Streams gucken und so und auf Instagram und sowas sind. Deswegen muss ich euch, glaube ich, nochmal mein ganzes Leben erklären. Das ist Ellie, meine Katze und ich bin Gala-Fan und
Mann, ich hab keinen Bock mehr, wir sehen uns morgen. Falls ihr mehr von solchen Vlogs sehen wollt, so einfach so Updates, wo nicht jetzt Special ist, wo ich nach Mailand fliege, ich überlege übrigens morgen nach Mailand zu fliegen, ohne jetzt, dass irgendein Special Vlog ist, dass ich irgendwie das mache oder ich fliege nach keine Ahnung was oder ich gucke das Spiel oder ich mach so einfach so einen Vlog vom Alltag, lasst bitte jetzt sofort ein Like da, damit ich Bescheid weiß, damit ihr es nicht vergesst, einfach kurz runterscrollen, Like da lassen, damit ich weiß, wie ist das Feedback, ob ihr mehr davon sehen wollt oder nicht. Und jetzt im ersten Vlog muss ich halt viel so das erklären, was ich vorhab oder was ich filmen will und was auch immer. Weil es halt so Normalität und da muss ich nicht mehr so viel labern, dann kriegt ihr nur noch 10. So, da muss ich nicht mehr erklären. Jo Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, und ich mache, ich nehme mich jetzt mit. So, das muss ich dann nicht mehr erklären, wisst ihr? Das mache ich jetzt einmal und dann nie wieder. Auf jeden Fall verlosen wir 5x100 € plus ich nehme ein paar von euch an bei Snapchat. Können wir ein bisschen Flammen aufbauen, ein bisschen snappen, du weißt Bescheid. Addet mich einfach, schreibt mir eine Nachricht, irgendwie auf meine Storys antworten. Das Storys sind nämlich voll mit Content, so anstatt Instagram-Stories habt ihr da nochmal mehr Content. Deswegen lasst da gerne ein Follow da. Ihr müsst einfach nur sydney.ewk adden oder hier den Snapcode, dann blende ich euch mal ein. Ihr müsst einfach nur screenshotten und dann könnt ihr so scannen und dann ist es auf jeden Fall einfacher. Wenn nicht, sydney.ewk adden, würde mich sehr freuen und deswegen mache ich es auch, dass ich euch was zurückgebe. Deswegen eine Hand wäscht die andere. So, 19 Uhr. Ich habe jetzt halt schon wieder gestreamt. Ich mache halt nicht viel außer streamen, deswegen ist es schwer zu vloggen. Habe jetzt meinen Stream unterbrochen, aber ich gehe zum Training. Weiter Sport machen. Ich fahre sogar, weil ich habe ja kein Auto, ich fahre mit Bahn bis zur Station und von da jogge ich zum Training eine halbe Stunde. Fleißig. Und ich habe auch schon 5 Stunden gestreamt heute. Mal gucken, ob ich noch weiter streame. Eigentlich will ich heute Nacht noch streamen, weil Fortnite FNCS heute ist. Ja, ich komme mir so vor, als ob die YouTube-Leute so ganz eigen sind und nie die Streams gucken und so. Die wissen nicht, dass ich Fortnite-Freak bin, dass ich... Ich habe mir eine Wohnung gekauft, Leute. Bin ich gerade im Umzug. Ich bekomme übrigens ein richtig geiles Gaming-Zimmer mit Wolkendeck und so. Das ist übrigens mein Weihnachtsgeschenk gewesen von Rort an mich. Dankeschön. Damit streame ich die ganze Zeit. Da ist eine Prepaid-Karte von Telekom drin. Hotspot-Internet. Also ich habe einen 60er-Ping oder so. Ich kann halt trotzdem Triple-Edit und alles, aber ich habe ein neues Keyboard, neues Internet drüben. Ich hoffe, ich habe unter 10er-Ping und dann ich gehe Pro. Ich werde voll Pro gehen. In 2 Wochen ungefähr ist mein Streaming-Zimmer fertig und dann werde ich drüben anfangen zu streamen mit gutem Internet, weil aktuell kackt auch mein Stream pro Stream so 1 bis 2 Mal ab. Auch auf chillig so. An die sich fragen, hey, wieso hat er kein Auto? Mein Führerschein ist 2 Monate weg, kurz gesagt. Und ich habe wahrscheinlich viel zu viele Punkte. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Führerschein technisch gerade sehr schweres Thema. Hey. Hey. Ja. So, ich bin jetzt gleich da. Ich mache zum Training hin, nicht so. Also ich mache einen ganz ruhigen Lauf, völlig entspanntes Tempo. Einfach nur, dass ich ein bisschen warm bin, dass mir nichts passiert beim Training und damit die Belastung ein bisschen höher ist. Ich bin stolz, dass ich überhaupt laufe, freiwillig. Ich bin so ein fauler Sack, ne? Ich hatte es so. Das ist Beckham. Oh, wie geht's? Alles klar? Wie geht's? Hey. Ich hab mit ihm nur gespielt, Leute. Hey, Pauna Lama! Pep Guardiola Lama! Laufeinheit, Andi, Laufeinheit. Sydney ist da, wir ändern das Training zum Laufen. Nein! Andi, ich bin hergejoggt wieder. Deswegen bist du ja schon warm gejoggt, kannst du richtig fahren? Puti Snacker 69. Digga, die kennen ihn auch, oder? Gefürchtete Lobbys. Top 100. Falls jemand schon mal geholt wurde von Puti Snacker 69, er war das. Ich hab heute mit ihm gespielt, mit ihm und Elders. Ach so. Ohne Rufen, ne? Im Stream, aber... Digga, ich bin safe besser als er. Ich bin safe nicht. Was redest du, oder? Nein. Ich spiele, wenn ich mit dir spiele, spielen wir immer nur ohne Bauch. Ich sag, Niki ist besser. Oh! Oh. Niki, du warst komplett Arsch, aber... Digga, Booty Snicker ist völlig fatal. Redest du, ich komplett Arsch? Ja. Ich war okay. Lass den nächsten 1 gegen 1 machen. Hast du einen normalen Gegner geholt? Du hast nur Bots geholt. Ich schwöre, hä? Und zwar nicht mal geplant. Aber ich jogge jetzt sogar nach Hause, weil ich fleißig bin. Klassische F&F. Micha ist da mit kaputter Achillessehne. Marlon und klassisches Essen. Und mein Gewürz. So, ich lasse die beiden jetzt hier. Dann ich gehe arbeiten. Ja. Ich gehe streamen. So sieht es jeden Samstag aus. Ja, es ist dreckig hier. Junge, ich habe jetzt gestreamt. 5.13 Uhr, Digga. Ich bin jetzt gerade offline gegangen, vor einer Minute. Mein Trikot. Von letzten Sonntag. Oh mein Gott, es ist hier. Ich hab's gerade gesucht. Bruder, es ist hier ungewaschen. Von 5 Tagen her. Ich muss jetzt meine Waschmaschine anmachen. Digga, ich muss jetzt meine Sachen waschen. Um 5 Uhr. Das Ding ist, ich werde jetzt halt reinmachen. Aber dann ist es morgen früh nass, weil ich werde ja nicht in der Nacht mir einen Wecker stellen oder so. Dann wasche ich gleich ein paar Fußballsachen hier mit. Ja, Socken und Co. Ja, und es wird ein bisschen krachen. So, es ist Sonntag. Boah, Hilfe. Digga, wie ich immer morgens aussehe, ne? Sonntag heißt Spieltag. Aber wir haben ja spielfrei, deswegen spiele ich bei der zweiten Mannschaft mit, weil ich Lust habe,
zu spielen und denen fehlen ein paar Spiele. Und denen fehlen. Mann, Digga! Digga, wo kann ich reden, ey? Denen fehlen eh gerade ein paar Spieler. Ja. Ja, und deshalb passt ganz gut, wenn ich da aushelfe. Gehe ich in die zweite Mannschaft und spiele da mit Koray und Mutzi. Ich weiß nicht, ob Mutzi da ist. Und ja, ich helfe aus. Ganzen Highlights gibt's im Video, was da vorkam. Aber ich bleib mal hier ein bisschen ein. Hey, komm. Mann, ich habe einfach bis 5 Uhr gestreamt, es ist jetzt 6.30 Uhr, ich liege hier im Bett, morgen ein paar Termine, Willi kommt morgen, wir gehen morgen zum Luciano-Konzert, Solo-Leveling, super Serie, super Anime bis jetzt. So, immer noch, most overhated Laden, Vapiano. Viele fragen immer nach meiner Bestellung. Amoretti Spinaci mit extra Blattspinat und extra Rinderfilet, ja. So, hab jetzt Haare geschnitten, yeah. Gleich kommt Willi an und so, wir hatten jetzt heute Meetings, ein paar gehabt, edit mich auf Snapchat und dann geht's zum Luciano-Konzert. Das kann man auch wieder nicht vermarkten. Ich bin extra noch mal reingegangen zu mir nach Hause, um mein Gewürz mitzunehmen, damit scharf ist. Willi ist jetzt in Berlin, in town. Ich bin jetzt zu Luciano Dickerschön. Den ganzen Vlog seht ihr bei Willi drüben. Yeah. Mutzi. Yeah, flex. Pop. Yeah, Mutzi ist da. Mutzi, Luciano soll Hallo sagen. Ja, soll ich später kommen? Soll ich später kommen? Er geht in jedes Suite später rein. Ja, natürlich. Ich rede einfach gerade mit meinem Coach überlaufen. Das habe ich ihm gerade erzählt, dass ich ein, zweimal die Woche laufen gehe und so. Bald auch Dings 60? Zusammen 60? Blöd, Junge, piss mal. Er geht einfach 6 Stunden laufen. Ist so dumm. Guck mal, der ist jetzt hier mit dem Bier. Radler, sorry Leute, tut mir leid. Mutzi hat das letzte Radler geklaut. Radler nachgelegt gleich. Ja, Radler? Super. Mutzi hat das letzte Radler geklaut. Christian. Die denken, die kommen FNCS? Hä? Nein, nicht FNCS. Ich komm. Also jetzt, ich könnte jetzt anfangen. Ja, safe. Nein, also ich meine das krass doch. Ernst. Fort FNCS. No. Und Amar, er sagt, er wird so gut wie du. Ja, also ne, es wird ja, auf jeden Fall gut. So. Ich hab Ehrgeiz, Aim krieg ich hin und das mit Bauen ist Übungssache. Ich werde nicht so krass wie die alle, aber ich werde ein guter Fort, richtig gut. Wo du sagst, oh, gut. Mist Pro, aber so mein Level so. Ja, genau. So. Wir gehen jetzt noch essen. Muschi, guck noch, was geht. Mittlerweile sind einige Promille angesammelt. Das geht. Ja. Wir essen jetzt noch Afid Ossum, danach schlafen. Ihr Gejele. Was? Afid Ossum habe ich. Bir tane. Kuzu pizula. Lan kotlet abi. Afiyet olsun. Kuzu pizula abi. Beyti. Sırma beyti. Sarma? Sarma beyti. Scheiße. Meze. Sarma Beyti. Weniger Zeit. Ich wollte gerade gesagt, von wo ich Türkisch kam. Ja. Also vom Kenner, weil ich so gut spreche. Sag es. Ja, also wirklich, er hat gefragt, woher er so Türkisch kann. Wirklich? Und er hat gesagt, ich komme aus Berlin. Ben Belindim gehörum, meinte ich auf Türkisch sogar noch. Ben Senjim. Sag Senjim. Ben Maimunim. Ich komme mal zu übertreiben. So, bin ich wieder zu Hause. War auf jeden Fall noch mal sehr cool. War noch Backstage. Haben da aber jetzt nicht gefilmt, wir haben ein Bild gemacht. Das seht ihr, glaube ich, bei Eli auf dem Kanal oder Icon League, weil Luciano ja auch Icon League Teamhead ist. War auf jeden Fall sehr cool. Er labert uns immer voll, dass er uns in FIFA besiegt. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. War sehr vielseitig. War jetzt viel drumherum einfach, so ein bisschen immer von allem. Ich hoffe, euch gefällt das. Kann ich gerne öfter machen. Lasst mich einfach wissen. Ich habe, by the way, vom Luciano Konzert einen kompletten, kann man so sagen, ich habe schon mitgenommen auf Snapchat, wo ich jetzt auch viel, viel aktiver sein werde. Lasst da gerne ein Follow da, sydney.ebk. Würde mich sehr freuen. Direkt drüber, tut mir abonnieren, schickt Snaps, schickt mir keine Ahnung was, nicht eure Nudel bitte. Und lasst uns Flammen aufbauen. Ja, yeah, lasst Flammen aufbauen. Ja, da seht ihr Vlogs, da seht ihr anderen Content als in den Insta-Stories. Ja, unterstützt mich dabei, wenn ihr auf Snapchat folgt. Lasst gerne ein Like da auf das Video, lasst gerne ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, du willst mich mitnehmen, komm vorbei, wenn du mich lernst, ich bin jetzt 18, dann ich weiß nur dich aus, ich bin dein Wingman, check mit Kase, auf und was bist du, mit dem Ding.
kann ich mir einbauen. Oh mein Gott. Yeah.